Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. So, und heute geht es um eine Band und ein Album. Ich glaube, das ist bisher auf meinem Album, vielleicht neben den Sachen von Bonnie Tyler, die ich da mal so hier und da gemacht habe, ja, das Poppigste, was auf meinem Kanal jemals rezensiert wurde. Es geht um das neue Album von Fury in the Slaughterhouse, Now. So, so sieht das Ganze aus, da kommen wir aber nochmal gleich mal im Genaueren zu, ne? So, wieso rezensiert der jetzt da auf seinem Kanal Fury in the Slaughterhouse? Das möchte ich euch natürlich erzählen. Erstmal meine persönliche Berührung mit der Band. Damals in meiner Ausbildungszeit zum Maler und Lackierer liefen die Hits der Band, also Radio Orchid und Co., rauf und runter im RSH oder Delta Radio, ja, so. Und ich mochte die Band eigentlich immer, ich fand es immer angenehm, wenn du am Malern bist und dann Fury in the Slaughterhouse läuft. Fragt mich nicht, woran es liegt, ich habe keine Ahnung, ja, aber ich mochte diese Band. Aber ich kannte die Band zu dem Zeitpunkt längst, bevor da irgendwie Hits im Radio von liefen. Denn mein Vater hat sich damals mal, mein Vater ist damals so drauf gewesen, er war der Meinung, wenn ich mir eine Maxi-Single-CD von einer Band kaufe, dann muss der Song, der da drauf ist, ja geil sein. Er ist ja so gut, dass er eine Single-Auskopplung spendiert bekommt. Wenn ich also Bands reinhören will, damals gab es kein Internet, ne? Dann kaufe ich mir einfach von diesen Bands Maxi-Single-CDs. So, und das hat er mal gemacht, blind, mit Fury in the Slaughterhouse. Ach, jetzt müsste ich mal kurz nachgucken, welches Ding das denn jetzt hier eigentlich war. Ich mach's mal eben gerade, Moment. Dann kann ich euch das genau sagen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Maxi war oder eine EP. Gab's da schon EPs? Keine Ahnung. Wir schauen mal kurz. Die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Das Video kann ja ein bisschen, ne? Jetzt muss ich hier mal... Da, Singles und EPs. Ist das die gewesen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die? Nein. Nein, nein. Die muss es gewesen. Ja. Alles klar. Alles klar. Also, Fury in the Slaughterhouse on Alarm. Von 1992 mit den Songs On Alarm, Trap Today, Trap Tomorrow, Won't Forget These Days Live, ist ja auch einer der Hits der Band, Rain Will Fall und Should Have Known Better. So, und die fand mein Vater geil, hat sich die überspielt und mir dann vermacht, diese Single. Und ich habe die aber kaum gehört, weil ich mochte die Songs On Alarm und Rain Will Fall. Die mochte ich beide sehr gerne, die fand ich tatsächlich damals schon gut, ja. Aber der Rest, das war so, weiß ich nicht, oh, ne. Und irgendwann ist sie mir abhanden gekommen, die war einfach weg irgendwann, ich frag mich nicht, ja. Und ja, mittlerweile habe ich einige Alben von der Band hier stehen. Auf jeden Fall, was habe ich denn hier noch alles für Quatsch offen? So, vom letzten Review noch ein paar Sachen. Ja. Und seitdem mag ich halt die Band, hab mir dann auch das eine oder andere Mal, wenn es die günstig gab, das eine oder andere Album gekauft. Und jetzt kam halt ein neues Album und da dachte ich, oh, das ist ja interessant. Und meine Süße mag die Band nämlich auch sehr gerne hören. Vor allem im Radio hört sie es halt eben oft, ne? Wenn das jetzt im Radio halt eben läuft, auf ihren Touren. Also während der Arbeit darf sie ja im Auto ja logischerweise Radio hören. Ja, und dann haben wir uns entschieden, holen wir uns das neue Album nochmal, ne? Und jetzt habe ich es hier. Bevor ich jetzt aber anfange, ich werde euch erstmal von der Seite chartsurfer.de die Biografie von Fury in the Slaughterhouse einfach verlesen. Dann habt ihr sämtliche Hintergrundinfos zur Band. Fury in the Slaughterhouse ist eine von 1986 bis 2008 und erneut ab 2017 bestehende Rockband aus Hannover, die auch international Erfolge verzeichnen konnte. Bandgeschichte. Im Dezember 1986 gründeten die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder zusammen mit Rainer Schumann, Christoph Stein-Schneider und Hannes Schäfer in Hannover die Band Fury in the Slaughterhouse, zu Deutsch Aufruhr im Schlachthof. Witziger Funfact, ich habe immer gedacht, es geht darum, das Pferd Fury aus der Serie Fury ist jetzt im Schlachthaus gelandet. Ha, ha, ha. Und das ist denn der witzige Bandname. Ja.
Das ist halt der Metalhead in mir, der sich sowas dann ausdenkt wahrscheinlich. Gut, okay. Der Bandname bezieht sich jedoch nach einer anderen Quelle auf die weltweit bekannt beliebte US-Kinderserie aus den 1950er Jahren um ein Pferd namens Fury, die Mitte der 1980er Jahre im deutschen Fernsehen mit zahlreichen Wiederholungsfolgen gezeigt worden war. Nach Protesten dementierten später einige Bandmitglieder in Interviews diesen Zusammenhang, während immer mehr Fans den etwas sperrigen Bandnamen umgangssprachlich kurzerhand auf Fury reduzierten. Fury in the Slaughterhouse sollte eine reine Rockband sein, die sich deutlich von der damals ausklingenden neuen deutschen Welle unterschied. Daher wurden alle Liedtexte auf Englisch geschrieben. Dieses Konzept ging auf, denn bereits 1988 spielten sie in ausverkauften Konzerten und ihre ersten Alben schafften es unter die Top 50 der Albumcharts. Ja, was seid denn ihr für Lappen, Freunde? Ja, das lese ich jetzt hier alles gerade zum ersten Mal, muss ich dazu sagen. Ja. So, oh, es gab Proteste. Fury in the Slaughterhouse. Wie kann man denn das arme Fury-Pferd wehtun? Mimi, mi. Und dann kommen die Bandmitglieder und sagen, ja, nee, war nicht so gemeint. Eigentlich meinen wir ja Aufstand im Schlachthaus, weil wir sind alle Veganer. Wir können ja noch mal einen durchziehen und drüber reden. Vielleicht versteht ihr es dann besser. Oh, Leute. Ja, Alter. Gut, okay. So, ja, sehr hochinteressant. 1992 gründeten ihre Plattenfirma SPV und BMG Ariola Hamburg mittels eines Joint Ventures das Musiklabel Slaughterhouse Music. Die Band wagte sich nun auch live in den europäischen sowie angloamerikanischen Raum, wo sie 1993 mit den Hits Radio Orchid und Every Generation Got Its Own Disease und dem Album Mono ihren internationalen Durchbruch schaffte. Seitdem brachte die Band in regelmäßigen Abständen etwa alle 2 Jahre ein neues Album auf den Markt, konnte aber nie mehr Erfolg als von an den Erfolg von Mono anknüpfen. Im Jahr 1996 wurde Bassist Hannes Schäfer durch Christian Decker ersetzt. Im Jahr 2005 gründete die Band das Plattenlabel Kick It Out. Hier wurden sämtliche Alben in einer überarbeiteten Version mit teilweise bisher unveröffentlichten Zusatztracks neu publiziert. 2006 trug sich die Band in das Goldene Buch der Stadt Hannover ein. Von März bis zur angekündigten Auflösung Ende August 2008 fand eine Abschiedstournee quer durch Deutschland statt. Alle Konzerte wurden aufgezeichnet und konnten direkt im Anschluss an das Konzert auf USB-Sticks erworben werden. Der Auftritt in Hannover wurde zudem als Doppel-DVD, Regie Marc Schütrumpf, und auf CD unter dem Namen Farewell und Goodbye veröffentlicht. 2011 kam die Band nochmal zusammen und spielte nach einem Heimspiel von Hannover 96 ihren Hit Won't Forget These Days im Stadion. Die Band verkaufte über 4 Millionen Alben und spielte weltweit auf mehr als 1000 Konzerten und Festivals. Am 8. Juni 2013 trat die Band mit Gästen unter dem Motto Eine Stadt, eine Band, ein Konzert in Hannover, Expo Plaza Messe auf. 25.000 Besucher sahen das Konzert. Ab 10., 11. und 12. März 2017 kam es, passend zum 30-jährigen Bandjubiläum, erneut zu 3 Reunionskonzerten. Diesmal in der TUI Arena in Hannover. Als Opener dazu hatte Fury erstmals seit der Auflösung im Jahr 2008 ein neues Lied, 30 It's Not Easy, aufgenommen, das am 10. März 2017 bei Radio FFN präsentiert wurde. Aufgrund des überwältigend erfolgreichen Vorverkaufs der 3 anvisierten Konzerte entschied sich die Band, weitere Konzerte in Deutschland zu spielen. Laut Website der Band war dies jedoch nicht der Beginn einer Reunion, sondern lediglich eine Respektsbezeugung an die Fans. So, jetzt haben wir hier noch eine Auflistung von Nebenprojekten der Musiker, aber ich denke mal, das ist jetzt hier nicht von irgendwelcher Relevanz. Und das lassen wir dann jetzt einfach mal weg. So, jetzt zur Stilistik der Band, bevor ich jetzt hier gleich über die Einzelheiten spreche. Es gibt einen Song, der lief eben damals auch sehr oft im Radio. Der heißt Brilliant Thieves. Und wenn ihr euch die Lyrics davon durchlest, dann werdet ihr wissen, was so die Einflüsse der Band sind. Ich lese die jetzt einfach mal vor, die beiden Strophen, die es da jetzt gibt, ja. It's a sunny afternoon, I try to write a song. A little bit of this and a little bit of that on tape before it's gone. It sounds a bit like REM and a little bit like Sting. Mix it in a bucket, let's see what it might bring. It seems that something's missing, so we add a piece of the cure, ne? But now it's not hard enough, we're changing that for sure. Just a bit of Metallica. And a little spoon of Clash, also The Clash, ja.
Ready is the Fury Song, okay, transfer the cash. So, ja, Metallica habe ich bei Fury in the Slaughterhouse noch nicht gehört. Es sei denn, wir sprechen von Metallica nach 1991. So, gut. The Clash ist aber tatsächlich der Rock-Einfluss, den die Band hier hauptsächlich hat, würde ich tatsächlich sagen. Das, die Aussage lasse ich mir gefallen. So, zum Album. Erstmal, bevor wir über das Cover und so sprechen, die Besetzung. Ja? Wir haben am Gesang, Keyboard, Gitarre und Programming Kai Wingenfelder. Thorsten Wingenfelder macht hier Gitarre, Mandoline und Gesang. Dann haben wir Christoph Steinschneider an der Gitarre und Gesang. Dann haben wir Gero, jetzt weiß ich nicht, wie sich der Nachname ausspricht, Jack, D-R-N-E-K, ja, Gero halt. Keyboard, Gitarre, Mandoline und Gesang. Dann haben wir Rainer Schumann, Schlagzeug und Gesang. Und Christian Decker, Bass, Keyboard und Gesang. So, das ist die Besetzung von diesem Album. Es gibt noch ein paar Gastauftritte, die ich jetzt aber nicht genau eruieren konnte, bis auf einen. Da ich ein paar Reviews nebenbei gelesen habe, habe ich das noch rausgefunden. Aber ja, da kommen wir dann später noch zu. Das ist das Covermotiv. Oben steht hier halt ganz klein Fury in the Slaughterhouse. Und hier haben wir in Neongrün Now auf einem Schwarz-Weiß-Foto eines Boxers. Der Verwandte des Cover-Designers, ein Onkel, glaube ich, weiß nicht mehr genau, des Cover-Designers ist. Ja, und die Band hat sich entschieden, diese Pose zu nehmen, da sie tänzelt und nicht aggressiv ist. Ja, und man will hier halt durchs Leben tänzeln. Ich weiß es nicht, irgendwie so, ja. Ja, also jetzt, wenn ich jetzt überhaupt nicht wüsste, was das für eine Band ist, würde ich das Ding anhand des Covers nicht kaufen, tut mir leid. Was ist das denn? Ja, hinten drauf auch sehr schlicht gehalten, einfach nur so Neon gekrakelt und dann halt die Songtexte aufgelistet. Okay, ja. Erster Minuspunkt. Es ist wieder so eine Weltretterhülle, ja. Ich weiß ja nicht, ob das alles, ob die Bandmembers nicht nur Hardcore-Veganer sind, die dann eben sagen, oh, unser böser Fury-Name, da müssen wir uns jetzt schnell von distanzieren, sondern ob sie auch noch meinen, wir müssen die Welt retten, indem wir nur Papphüllen herstellen, weil ihr tatsächlich ernsthaft glaubt, dass ein Sammler wie ich hergeht und die CD aus einer Hülle rausnimmt und das Plastik dann draußen auf die Wiese zum Verschimmeln schmeißt. Ja, nee, ganz sicher nicht. Ja? Ja, aber wenn die Hülle kaputt geht, dann tauschst du die doch aus und schmeißt die kaputte Hülle weg. Richtig, stimmt. Und wenn die Hülle hier kaputt geht, was mache ich dann? Dann muss ich die CD nochmal kaufen. Und die CD da drin, die ist aus Plastik. Dann habe ich die auch doppelt. Und die hier drin, die kaputte dann, ja, die schmeiße ich dann wahrscheinlich weg. Ne? So, gut, jetzt muss ich kurz schnauben. Das war jetzt ein bisschen anstrengend, mir läuft das Gehirn aus. Ich musste so viel lesen. Ja. So, gut. Dann kommen wir nochmal kurz jetzt hier zum Inneren. Da haben wir hier ein Bandfoto. Jetzt kommt das Beste. Ich versuche die CD. Ich muss rauffassen, das geht nicht anders. Zum Kotzen. Das ist das nächste Problem, ne? Ja, hier haben wir einfach nur weißes Labelprint mit Neon Now. Und du musst halt, wenn du das Ding hier wieder rein oder rauskriegen willst, musst du halt vorsichtig hier von außen reindrücken, geht er an der Kante, ist ja nicht das Problem. Wenn du es rausziehen willst, musst du auf die CD latschen, um es rauszuziehen, das Teil, ja. Das ist, und außerdem hast du hier halt diese Kanten, diese Pappscheiß, das zerkratzt hier halt die Oberfläche, ne? Das ist auch geil, naja. So, dann kommen wir zum Booklet. Ist das schon rausgefallen inzwischen, oder? Nee. So. Ich habe hier halt nur Recyclingpapier in der Hand offenbar. So, da haben wir hier auf dem Booklet vorne drauf einfach nur dieses Now. Hinten drauf einfach nur ein X in Neon, ja, sehr schlicht gehalten. Ja, das Booklet selbst eben auch, einfach nur die Lyrics und immer ein Foto eines Bandmembers. Allerdings, ja, die Fotos sind ein bisschen lustig oder so, kreativ oder was, seht ihr ja dann. Ist aber in Ordnung, man konnte die Lyrics vor allem gut lesen. Das ist ja das, was mir hauptsächlich wichtig ist bei einem Booklet, dass ich die Texte halt mitlesen kann, wenn ich Bock drauf habe. Hier haben wir nochmal ein Bandfoto in der Mitte natürlich. Und weitere Lyrics, alles schwarz auf weiß, wenn man so will. Ne? Na komm, so, hier haben wir nochmal ein lustiges Bild. Hier und dann hier nochmal. Und weiter geht's. Ne? Hier wird die Lockenpracht gekämmt. Und hahaha. So, ja, gut. Ist in Ordnung, das Booklet. Ne? Aber das hier, ja, was soll denn der Scheiß? So, okay, gut.
Ist aber auch alles nur meine Meinung hier auf dem Kanal. Wisst ihr ja. Ne? Ich bin hier kein Rezensisten-Profi. Ich bin nur ein Arschloch, das seine Meinung sagt. So, Betonung auf Arschloch. So gut, dann kommen wir zum Kern der Sache, nämlich zu den Songs. Und ihr werdet unten einen Shitload an Links finden, weil es gibt eine ganze Menge Videos zu diesen verschiedenen Songs hier. Ja? So, die findet ihr eben unten. Also das Ganze beginnt mit Sometimes Stop to Call. Und da haben wir auch eben noch das erste Video zu. Das beginnt so ein bisschen melancholisch, mit leichtem, stampfenden Rhythmus. Hat dann schöne Strophen. Und der Kai, seine Stimme, ist halt sehr markant und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und am ehesten erinnert er mich dann eben tatsächlich ganz leicht an The Clash, wobei der bei The Clash punkiger und rotziger natürlich klingt, ja. Aber ich rede jetzt hier rein von der Klangfarbe der Stimme an sich, ja. Er hat hier aber ein sehr hartes Vibrato drin teilweise, aber ich mag das irgendwie. Also, man muss das mögen. Wenn man es nicht mag, dann kommt man mit der ganzen Band nicht klar, safe nicht. Wenn ihr diesen Sänger nicht hören mögt, vergesst es, dann mögt ihr die Band niemals. Ist einfach so, ja. Also, Kais Stimme ist wirklich love it or hate it. Dazwischen ist es nichts. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie Stufen dazwischen gibt. Ja. Aber gut, so. Aber er trägt die Songs gut, finde ich, mit seiner Stimme. Ich finde seine Stimme irgendwie angenehm. Und er hat auch vor allem eine Stimme, die du kein zweites Mal 1:1 genauso bisher gehört hast. Jedenfalls ist mir da noch nichts aufgefallen. Ja. So. Gut, die Strophen sind halt schön gemacht, haben eine gute Melodie. Und im strophenhaften Refrain zieht das Schlagzeug an. Nicht, was das Tempo angeht, sondern es wird wuchtiger und lauter. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Da wippst du dann automatisch mit, wenn dieser Groove plötzlich da so voll drauf haut. Das ist dann schon ziemlich gut. Wir haben eine ruhigere Bridge vor dem letzten Refrain. Insgesamt ist das ein getragener Opener, würde ich jetzt sagen. Ja. So, dann kommt Stück Nummer 2, 1995. Da gibt es auch ein Video, verlinke ich euch unten. Das ist so eine, ja, so eine Nummer mit einer Feel-Good-Stimmung. Der Song bewegt sich im Mittempo. Die Strophen sind ein bisschen ruhiger gehalten, trotzdem im Mittempo, aber musikalisch, instrumental ein bisschen ruhiger untermalt, sag ich jetzt mal. Auch hier wieder ein passender Refrain. Fast ein symphonisch klingender Mittelpart haben wir hier am Start. Gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Insgesamt ist die Nummer aber vielleicht ein bisschen zu poppig für, ja, wenn ihr richtige Rockfans seid, ja. Wohlgemerkt, mein letztes Review gerade eben vor diesem hier war ja Cthulhu. Da hatte ich ja gesagt, ja, Thrash Metal muss ich in der Stimmung sein, ne? Auch für so eine Musik hier muss ich in Stimmung sein. Die kann ich auch wunderbar einlegen, wenn ich hier einfach nur die Bude putze und dann läuft es nebenbei. Und dann summst du dann die eine oder andere Melodie ein bisschen mit. Ja, und Fury und the Slaughterhouse schaffen es aber immer wieder, Ohrwürmer zu kreieren, die ich dann auch wirklich nicht loswerde. Ja, und das sind Attribute, da kann man sich sowas dann schon mal ins Regal stellen. Ja, und es ist halt handgemachte Rockmusik. Auch wenn es jetzt poppig ist in dem Fall. Ja, aber ja, das ist halt so von der Skala der niedrigste Punkt, von was Härtegrad angeht, an dem, was ich so höre, kann man sagen. Ja, und dann kommt noch vielleicht, ja, Celtic Folk oder Weltmusik teilweise. Gibt es ein paar Sachen, die ich ganz nett finde. Oder hier, ich höre tatsächlich zur Entspannung dann und wann auch Sachen wie Era oder Enya, ja, aber wirklich extremst selten. Ja, so. Gut, also habe ich schon seit Jahren auch nicht mehr intensiv gehört, sowas. Ja, aber gut, so, wo waren wir? Ja, wir gucken beim nächsten Song. Stück Nummer 3 ist The Beauty und da gibt es auch ein Video und The Beauty bedient ein Element, das ich bei Fury in the Slaughterhouse gerne mag, nämlich ein folkiges Element. Ja. Beginnt eben mit einem folkigen Intro-Riff, akustisch gespielt, so ein bisschen. Ja. Da kommen so ein paar Claps dazu in den Strophen, das finde ich gut, das mag ich, das holt mich immer ab, nimmt mich immer so ein bisschen mit. Wir haben einen Strophenrefrain mit mehr Text halt versehen, entsprechend umgesetzt, zum Song passend. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen ohrwurmlastiger gewünscht. Wenn ihr meinen Favoriten von Fury in the Slaughterhouse im folkrockigen Bereich wissen wollt, Bring Me Home. Was für ein fucking Ohrwurm. Allein dieser Refrain, ja, dieser wow, wow, wow Refrain, so ein bisschen da, großartig, ja, das ist ein richtiger Ohrwurm, finde ich. Aber gut, später gibt es ein kleines Solo und sogar ein Solo-Chor, also mehrstimmig gesungene Part, ganz allein, ohne viel Instrumentenkram. Ich glaube, nur das Schlagzeug ist dabei. Also insgesamt ist das eine Schunkelnummer, eine folkige Schunkelnummer, würde ich sagen. Dann kommt der, ja, Album-Hit des Albums, Letter to Myself, auch dazu verlinke ich euch unten ein Video. Ja, und der lief jetzt halt auch tatsächlich den Sommer über rauf und runter auf Radio Bob. Ne? Der Song
Er hat auch einen Gastmusiker dabei, Rami Jaffe, oder wenn sich das so ausspricht, das ist der von den Foo Fighters, spielt hier Piano und Keyboard auf dem Titel. Ja, und insgesamt, das ist halt ein flotter Pop-Rocker, sage ich jetzt mal. Melodische Strophen und auch einen melodischen Strophenrefrain haben wir hier. Es gibt eine mittige Refrain-Part, Bridge, wenn man so will, mehrstimmig gemacht. Und das ganze Ding ist halt wirklich radiotauglich. Ja. Das ist halt so ein klassischer Fury in the Slaughterhouse-Hit-Song, würde ich jetzt sagen. Ja. So, aber ich hole mir inzwischen wirklich gerne die Alben, weil da sind Songs drauf, die nicht im Radio laufen, die ich dann aber teilweise besser finde als die großen Hits. Wie zum Beispiel Bring Me Home. Da lief zwar auch schon das eine oder andere Mal im Radio, aber es ist halt nicht so ein Chartstürmer wie zum Beispiel Radio Orchid. Wobei ich das auch ein fucking Ohrwurm ist, aber ja gut. Dann kommt der nächste Titel, All About Us. Beginnt wieder ruhiger, mit so ein bisschen Claps wieder dabei. Das mag ich ja, wie gesagt. Schöner, mehrstimmiger Refrain haben wir hier. Ne? Wow-Wow-Parts, die mir auch gut gefallen haben und einen gut abholen. Insgesamt ist All About Us ein Feel-Good-Schunkler. Wie gesagt, ich verlinke euch unten das Video dazu. Und wir haben eine Solo-Strophe-Chöre-Passage. So ein bisschen, ja, mehr nach vorne gehend. Und sogar ein Gitarrensolo hier an diesem Fall immer am Start. Und meine Nase läuft schon wieder. Es tut mir furchtbar leid, aber ja, was soll ich denn machen? Rausschneiden? Ne, ich doch nicht. Kriegt doch hier für nichts. Ne? So, also gut. Dann kommen wir zum nächsten Titel, dem Titeltrack. Now. Und da war ich ja ganz schön, na, halb enttäuscht, sagen wir mal. Ne? Es beginnt erstmal mit einem gesummten Intro, mit so einer Summmelodie. Das sagen wir, okay, wohin führt das jetzt? Dann geht's los und der Song bewegt sich im Reggae. Und die Strophen sind halt Reggae-Style und auch nicht gesungen, sondern gesprochen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das der Kai ist, der da spricht. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ja. Aber gut. Allerdings hat der Song einen etwas rockigeren oder sagen wir mehr mit Rockinstrumenten untermalten melodischen Refrain. Da sind dann auch Hey-Chöre, mehrstimmige drinnen verbaut. Und dieser Summ-Part aus dem Intro wird hier auch eingebunden. Und das passt gut. Das Gesamtbild, was den Refrain antrifft, angeht oder betrifft, wollte ich jetzt sagen, ist gut. Das ist ein guter Refrain. Und dann geht es wieder weiter mit diesem Reggae-Strophen. Ich sag mir, oh, Mann, ja gut, ne, ist halt nicht mein Ding. So, ja. Aber der Refrain ist gut. Also deswegen kann man den durchaus mal wieder hören. Wegen des Refrains dann halt, ne? Und der Song hat auch wieder ein Gitarrensolo. Was ich auch wieder gut fand, ne? Wir haben es ja hier nicht mit einer Hardrock- oder Heavy-Metal-Band zu tun, die in jedem Song ein knalliges Solo liefert. Das haben wir hier einfach nicht, ne? Aber gut. So, dann kommt Stück Nummer 7. Good Luck on Your Way. Wieder ein ruhigerer, poppigerer Song. Sanft, eher sanft gesungene Strophen am Start, kann man sagen, ja. Allerdings gibt es einen etwas, ja, rockiger umgesetzten Refrain ohne Titelnennung, ne? Also rockig meine ich jetzt instrumental mit mehr Wumms, aber es bleibt balladesk, wisst ihr, wie ich meine, ja, so. Und die Hook dieses Refrains liegt eher auf Never See Me Cry, so hätte ich den Song dann genannt. Aber naja, so, dann kommt Stück Nummer 8, Replay. Und das ist wieder ein Rocksong, fast ein ganz kleines bisschen punkig oder so. Also hier kommt dann auch tatsächlich so ein bisschen die Clash-Vibes durch, finde ich. So ein kleines bisschen, ja. Wir haben Strophen und Chöre im Wechsel. Also während der Strophen hört man noch mehrstimmigen Parts, was mir sehr gut gefallen hat. Wir haben einen eingängigen Refrain, der mir auch gut gefallen hat. Und einen rockigen Mittelteil gibt es auch. Und glaubt mir, ja, was ist das Ärgerlichste daran? Der Song geht keine 3 Minuten und ist die kürzeste Nummer des Albums. Ausgerechnet einer der besseren Songs. Ja, super. Na gut. Dann kommt Sorry. Sorry beginnt mit einem balladesken Intro und so Keyboards dazu. Es bleibt auch eine melancholische Ballade, ja. Thematisch halt, ja, wir haben den Planeten zerfickt. Es tut uns leid, kommende Generation, ja. Und das ist hier so die Aussage. Und ja. Es gibt ein paar Streicher und ein bisschen Piano-Einsatz und einen passenden Refrain. Und der setzte sich auch tatsächlich während des Songs bereits recht gut im Ohr fest. Ja? Also Sorry ist von den seichten, soften Songs auf diesem Album der beste. Für mich persönlich. Die beste Ballade auf diesem Album von den ruhigen Nummern. Ja, so würde ich sagen. Vielleicht noch, wie hieß er? The Beauty. Ja, den finde ich auch noch gut. Wegen diesem Folkigen halt da drin, das mag ich halt, ne? So. So, dann kommt Stück Nummer 10, mein Highlight des Albums. This will never replace Rock and Roll.
This Will Never Replace Rock'n'Roll beginnt mit einer Solo-Gitarre im Intro und geht dann rein mit einem rockigen Mid-Tempo-Riff, tatsächlich einem Hard-Rock-Riff, kann man fast sagen. Ja, also es erinnert mich so ein bisschen an The Who zum Beispiel. Ja, so vielleicht ein bisschen Stones, aber ich mag die Stones halt nicht, deswegen sage ich lieber The Who. Mich hat es eher an The Who erinnert, ja. Wir haben einen sehr geilen Refrain mit Wow-Wow-Part, ja, der sich auch wirklich gut festsetzt, ja. Also so, whoa, 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 this will never replace rock and roll. Da hast du sofort einen Ohrwurm von. Ist einfach so, ja. Gegen Ende haben wir noch ein bisschen Gesänge im Hintergrund, so dieses Rock'n'Roll halt, ne, wenn man so will. Dieser 60er Rock'n'Roll-Kram. Fand ich ganz witzig. Ja, also ist ein schöner Song. Hat mir gut gefallen, doch, tatsächlich. So, und dann kommt Stück Nummer 11, Not the Time to Live a Lie. Beginnt mit einem Piano-Intro, dann kommen balladeske Strophen dazu und der Song, über die Laufzeit des Songs hinweg, steigert er sich immer mehr und immer mehr und immer mehr, wird immer poprockiger, ja, bläst sich immer mehr auf, vor allem im Refrain-Part halt, ne, und bleibt bis zum Ende dann im Mittempo, aber, ne, so, das ist halt so eine sich steigernde Nummer, damit, ich schätze mal, das macht man, weil man dann live die Menge damit aufpushen kann irgendwie, oder? So, keine Ahnung, das ist vielleicht so die Intention, aber ja, gut. Gut, dann kommt der Rausschmeißer und letzte Titel des Albums, der da heißt Walk On. Walk On beginnt mit einer akustischen Gitarre, die so einen Riff zupft, ja, dazu auch schon die erste Strophe. Der Refrain ist ganz okay, da hätte ich mir ein bisschen was Mitreißenderes oder Mitsingbareres gewünscht in dem Fall. Es gibt Claps, die dieses Mal allerdings aus dem Keyboard zu kommen scheinen und nicht klingen irgendwie nicht so echt wie bei den anderen Songs, wenn man hier mit Claps gearbeitet hat. Hier klangen sie irgendwie so steril, fand ich. Keine Ahnung, woran das lag. Es gibt ein Mid-Tempo-Refrain. Also der Hauptrefrain wird dann nochmal umgesetzt, aber musikalisch rockiger, aber im Mid-Tempo angesiedelt, untermalt. Und es gibt dann auch noch den ganzen Song untermauernde Streicher, die sogar nachher in einen symphonischen Ausbruch gipfeln, kann man sagen, im Mittelpart. Da wird es dann nochmal richtig so auf die Symphonikdrüse gedrückt, so ein bisschen, kann man sagen, ja. Und dann ist das auch bald zu Ende der Song und damit dann eben auch das Album. Also, insgesamt würde ich sagen, ein solides Fury in the Slaughterhouse Album. Paar rockige Songs, viele poppige Songs, paar ruhige Songs. Also ich kann mir vorstellen, dass Fans der Band hier alles erhalten, was sie sich schon irgendwie wünschen, ja. Fand ich jetzt eigentlich ganz gut und es sind eben auch ein paar ohrwurmlastige Nummern drauf. Wie oft ich die jetzt dieses Jahr noch hören werde, ja, keine Ahnung. Das ist halt Musik für ruhige Momente, für Entspannungsmomente oder so, ja. Das höre ich mir jetzt nicht an, wenn ich jetzt Bock habe, irgendwas mitzugrölen oder einfach Partystimmung aufzubauen oder weiß ich nicht, ja. Sondern einfach, wenn ich sage, boah, ey, war das jetzt ein stressiger Tag. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Mucke hören, aber jetzt nicht irgendwie so einen aggressiven Hymnenkram, sondern irgendwas, wo ich einfach chillen kann, ne. Ach, Folk habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ja, dann lege ich halt sowas ein, ja. Und dafür ist das da, ne. Und außerdem hat sich auch meine Süße gefreut, weil das kann man ja im Auto dann spielen, das Ding, ne. Ich muss nur endlich mal dran denken, dass ich mir eine Spindel mit Rohling mal wieder besorge, ich Idiot. Das ganze Jahr schiebt man das vor sich her, weil man will das Geld ja nicht dafür ausgeben, sondern lieber ein neues Album kaufen. Wie zum Beispiel jetzt das hier halt, ne. Aber ja, gut. Aber irgendwann, vielleicht schenke ich ihr eine Spindel zu Weihnachten. Als Gag. Vielleicht mache ich mir den Witz. Weil wir ja beide immer vergessen, dran zu denken. So. Ja, das war jetzt dann mal das seichteste, musikalisch gesehen, seichteste Review auf meinem Kanal bisher. Es kommen noch ein paar Sachen, die sind schon auch ziemlich seicht demnächst. Ich habe noch einiges Jahr hier noch liegen, ne? Bin gespannt, wie das dann bei euch so ankommt. Aber ja, ich habe da halt Bock drauf, auch mal sowas zu hören ein bisschen. Ich werde halt alt, Leute. Ne? Und im Alter hörst du halt nur noch Schlager, ne? Und Pop. Nein, natürlich nicht. Aber gut, so. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet vielleicht trotzdem ein bisschen Spaß. Vielleicht seid ihr auch Fury-Fans. Dann könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dem Album haltet. Ich bin halt kein Hardcore-Fury in the Slaughterhouse-Fan, sondern mag einfach einige Songs. Einige auch nicht so, ne, wie jetzt hier der Titeltrack zum Beispiel. Ja. Aber naja, die Stimme des Sängers mag ich aber wirklich immer. Also ich finde, er hat wirklich eine gute Stimme. Ja. Er hat ja auch, wie gesagt, auch einige Solo-Sachen. Dieses Wingenfeld oder wie heißt, also dieses Solo-Ding da, habe ich auch mal reingehört. Na, weiß nicht. Das wäre vielleicht mal was ich meiner Süßen schenken kann, ja, aber für mich, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob der ein härteres Projekt am Start hat, wo der abrockt, keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr da ja was. So, also ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.